Die Küsten der Meere sind ein wichtiger Lebensraum für uns Menschen, auch in Deutschland. Und diesen Lebensraum zu schützen, wird wegen des Klimawandels eine noch größere Herausforderung werden. Was können wir also tun? Für diesen Film treffen wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der Küstenforschung und widmen uns der Frage, welche Rolle natürliche Ökosysteme beim Küstenschutz spielen und wie Ideen für die Zukunft der Meere entwickelt werden können. Wenn ihr schon mal in Norddeutschland am Meer wart und wahrscheinlich auch wenn nicht, kennt ihr vermutlich Deiche. Seit dem Mittelalter schützen Deiche die Menschen, die hinter ihm leben und das Land vor Sturmfluten und Hochwasser. Vielleicht erinnert ihr euch zum Beispiel an die Stürme im Februar dieses Jahr. In Hamburg waren viele Stellen überschwemmt und auch hier stand das Wasser deutlich höher als normal. Jetzt ist es leider so, dass Hochwasser und Sturmfluten in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr werden. Das liegt einerseits daran, dass durch den Klimawandel der Meeresspiegel steigt, weil Gletscher abschmelzen und sich generell das Meer erwärmt. Und andererseits haben wir auch mit mehr Extremwettern in der Zukunft zu tun. Das bedeutet, wir haben mehr Stürme und dadurch auch mehr Hochwasser. Wie viel das genau ist, lässt sich schwierig sagen. Deutlich wird aber, dass in Zukunft auch Küstenschutz eine extrem hohe Bedeutung hat. Das gilt auch für unsere norddeutschen Küsten. Zählt man die Inseln mit, hat Deutschland etwa 2200 Kilometer Außenküste, 1300 Kilometer an der Nordsee und 900 an der Ostsee. Über 1200 Kilometer Hauptdeiche schützen diese Küsten vor Hochwasser, vor allem an der Nordsee. Buhnen kennt ihr bestimmt auch. Die sorgen dafür, dass Meeresströmungen nicht so viel Sand wegtragen. Außerdem werden teilweise Baggerschiffe benutzt, um Strände und Sandbänke wieder mit frischem Sand zu versorgen. In Flüssen spielen auch Sperrwerke eine Rolle. Wichtig sind aber auch die natürlichen Landschaften an den Meeren. Korallenriffe und Mangrovenwälder sind zum Beispiel in wärmeren Regionen bedeutsam, da Riffe Wellen bremsen und Mangroven mit ihren Wurzeln den Boden festhalten. Bei uns in Deutschland sind vor allem Salzwiesen, Dünen, Muschelbänke oder auch Seegraswiesen wichtig für den Küstenschutz. Das Spannende an diesen natürlichen Systemen ist, dass sie nicht nur für den Küstenschutz nützlich sind, sondern auch einzigartige Lebensräume für Tiere bieten, die Artenvielfalt fördern und häufig auch einfach schöne Orte sind. Die Frage aber ist, wie man diese Mehrwerte im Küstenschutz mitdenken kann, um die Küsten so gut wie möglich für Mensch und Natur zu gestalten. Wir sind unterwegs im niedersächsischen Wattenmeer, in der Nähe von Nordenham. Vor 90 Jahren wurde hier ein 4 Kilometer langer Deich gebaut, damit die Fläche dahinter für die Landwirtschaft genutzt werden konnte. Je nach Region heißen solche Flächen Polder, Köge oder Groden. 2014 wurde der Deich um diesen Groden, den Langwaler Groden, teilweise geöffnet, wodurch das Gebiet wieder Ebbe und Flut ausgesetzt wurde. Seit letztem Jahr forschen hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Hannover, Braunschweig und Oldenburg unter realen Bedingungen zum Küstenschutz. Gute Küste Niedersachsen heißt das Projekt, mit dem wir hier heute verabredet sind. Zuerst sind wir mit Metallbauer Mike und Projektmitarbeiter Patrick unterwegs, um diese Rahmen hier aufzubauen. Für uns heißt es dabei, zu Fußkilometer machen, da am Buggy kein Platz mehr frei ist. Da fahren sie davon, wir laufen hinterher. Und dann da hinten sind wir gleich zum nächsten Treffpunkt verabredet. Viele dieser Rahmen werden an den Wegen und Holzstegen durch das renaturierte Gebiet aufgebaut. Es ist nämlich wichtig für das Projekt, dass viele Menschen an den Rahmen vorbeikommen. Dann treffen wir Jan, Doktorand an der Uni Hannover, der uns erklärt, worum es hier überhaupt geht. Das sind die sogenannten Co-Snap-Rahmen. Die sind dafür da, dass man immer aus dem gleichen Winkel quasi ein Foto machen kann. Und wenn wir diese verschiedenen Fotos haben, dann können wir quasi sehen, wie sich dieser Priel hier quasi verändert. Besonders hier auf der linken Seite, da haben wir auch nochmal zwei verschiedene weitere Rahmen. Da ist jeweils immer auch die Salzwiese mit drauf. Und wir haben jetzt gerade noch quasi Anfang des Frühjahrs, da ist in der Salzwiese noch nicht so richtig viel passiert, aber irgendwann wird die anfangen auch ein bisschen grüner zu werden und dann fängt es auch an zu blühen. Und genau, diesen Übergang wollen wir sehr gerne auch einfach mitmessen und wir wollen auch schauen, wie sich die Salzwiese verändert und quasi in die freien Flächen entwickelt. Die Salzwiese ist normalerweise vor dem Deich vorgelagert und genau wie auf dem Deich auch hält die Salzwiese das Sediment erstmal an der Stelle und sorgt quasi dadurch, dass wenn Wellen oder Wasser eine Überflutung kommt, dass sich in der Salzwiese selbst eine beruhigtere Zone befindet, sodass da nicht mehr eine so hohe Fließgeschwindigkeit ist und sich da Sediment wieder ablagern kann. Durch die Ablagerungen wächst die Salzwiese langsam in die Höhe, wodurch sie mit vor Hochwasser schützen kann.
Die Pflanzenwurzeln sorgen zudem dafür, dass der Boden nicht einfach weggespült wird, während die Pflanzen ankommende Wellen bremsen. Außerdem bieten Salzwiesen einen wichtigen Lebensraum für Vögel und Insekten, unterstützen also die Biodiversität und können zusätzlich auch CO2 aus der Atmosphäre binden. Natürliche Ökosysteme und Landschaften wie die Salzwiese können Bauwerke zum Küstenschutz zwar nicht vollständig ersetzen, aber ergänzen und somit weitere Mehrwerte schaffen. So können auch Bauwerke wie Deiche optimiert werden, damit sie nicht nur dem Hochwasserschutz dienen. Auch dazu führt Jan ein Experiment am Langwader Groden durch. Ja, also wir haben hier verschiedene Vegetationsarten ausgesät. Einmal in dem von uns zugewandten Teil haben wir eine kräuterlastige Mischung ausgesät, wo Kräuter und Gräser und Leguminosen versät sind. Und direkt dahinter ist eine andere Mischung, wo ebenfalls auch Kräuter drin sind und auch Leguminosen, allerdings mit einem höheren Anteil an Gräsern. Und alles ist dafür da, um die Biodiversität der Deichvegetation zu erhöhen, gegebenenfalls auch einen höheren kulturellen Wert zu erreichen, indem es einfach netter aussieht. Und das Wichtige dabei ist, den Küstenschutz zu erhalten. Jan steht noch am Anfang seiner Forschung und untersucht mithilfe der Drohne, wie dicht die unterschiedlichen Pflanzen wachsen. Denn je dichter die Pflanzen wachsen, desto größer ist der Schutz vor Erosionen durch Wellen. Die Erkenntnisse müssen aber auch in einem großen Maßstab funktionieren, um in der Zukunft berücksichtigt zu werden. Die Vision ist, dass man es natürlich irgendwie überträgt in den großen Maßstab. Das würde allerdings erst einmal noch mal ein paar Zwischenschritte dazwischen geben müssen. Was wir jetzt hier ungefähr haben, ist eine Fläche von 12,5 Meter in der Breite und über den ganzen Deich sind es 30 Meter. Aber für etwas so Variables wie Pflanzenvegetation ist das, kann man da noch nicht sagen, das können wir danach auf jeden Fall überall übertragen. Das heißt, man müsste das danach auf einer größeren Skala noch mal sich anschauen. Da Küstenregionen so individuell sind, muss auch der Küstenschutz individuell umgesetzt werden, erzählt uns Geoökologin Maike Paul, die wir zu einem Video-Interview treffen. Wir sind schon gut, wenn wir es auf andere Standorte in Niedersachsen übertragen können, weil selbst die niedersächsische Küste ja nicht überall gleich ist. Inwieweit es sich dann noch weiter über Niedersachsen hinaus übertragen lässt, ist etwas, was wir sehr gerne untersuchen würden und auch sehr gerne mit unseren ersten Ergebnissen, wenn sie da sind, schon mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland diskutieren möchten. Das generierte Wissen soll aber auch an Entscheidungsträger und Trägerinnen und verantwortlich für den Küstenschutz weitergetragen werden, um Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei liegt der Fokus darauf, mehrere Perspektiven gleichzeitig mitzudenken. Wir wollen mit Menschen vor Ort, sowohl mit Menschen, die dort leben, als auch die dort Urlaub machen und auch Menschen, die dort die Entscheidungen im Küstenschutz treffen müssen, zusammen erforschen, wie eine gute Küste jetzt und in Zukunft aussehen soll. Und wir wollen dann gemeinsam mit denen das Wissen entwickeln, damit wir auch dahin kommen. Ja, also nicht nur diese Vision, wie soll es aussehen, sondern was müssen wir tun, damit es in Zukunft auch so aussehen wird. Ein Weg, die Menschen vor Ort in das Projekt einzubeziehen, sind die Kurz-Snap-Rahmen von Jan. Was wir auf jeden Fall auch machen wollen, ist, dass wir, wenn wir die Bevölkerung schon bitten, Fotos zu machen, dass wir sie an unseren Erkenntnissen natürlich auch teilhaben lassen wollen. Also auch wenn wir nur in Anführungsstrichen erkennen, ich weiß es nicht, dass sich die Salzwiese weiter ausbreitet mit einer Geschwindigkeit von x Metern pro Jahr oder so, dann sind das einfach eigentlich ganz anfassbare Daten, die wir natürlich auch der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Natürlich lasse auch ich es mir nicht nehmen, hier heute mal Wissenschaftler zu werden. Dann würde ich sagen, mache ich auch mal ein Foto und trage dabei so ein bisschen zu eurer Forschung bei und bin wahrscheinlich auch einer der Ersten, der hier heute bei diesem neu gebauten Rahmen Foto macht. Cool. So. Hochladen tue ich das dann gleich. Sehr gut. Ich bin gespannt, was bei der Forschung herauskommt und wie eine gute Küste aussehen kann, an der natürliche Ökosysteme mitgedacht werden. Ich nehme vor allem mit, dass eine ganzheitliche Herangehensweise an ein Problem viel wert ist. Vielleicht ist es auch ein Ansatz für andere Herausforderungen, für denen wir und die Meere und generell unsere Umwelt stehen. Als jemand, der in der Nähe der Meere lebt, sind diese Themen auf jeden Fall immer präsent. Doch was meint ihr? Welche Beziehung habt ihr zum Meer und welche Probleme hier findet ihr besonders drängend?